Willkommen zurück zu Fallout 4. Mein Name ist Vampirius und willkommen auf meinem kleinen Kanal. Und ja, willkommen in Good Neighbor, wo ich momentan mal wieder unterwegs bin mit meiner epischen Powerrüstung und natürlich ohne Kate. Ja, ganz richtig, ohne Kate. Die habe ich in der letzten Folge nämlich erfolgreich erstmal nach Hause geschickt, mehr oder minder. Schnauze, ich rede. Habe ich nach Hause geschickt. Und zwar, nachdem ich sie erstmal ordentlich durchs Bett gejagt habe. Nachdem ich dann, oder... Du bist zurück. Hier gibt's noch immer Drinks und angenehme Gesellschaft. Ja, schön. Aber eigentlich wollte ich mit Magnolia flirten. Magnolia? Du wieder. Ist wohl mein Glückstag. Was gibt es? Ich bin, hier. Ich würde dich gerne besser kennenlernen. Verlockend. Aber leider bin ich mit der Bühne verheiratet. Hey, Magnolia. Du suchst mich? Was kann ich für dich tun? Scheiße. Meinst du, ich könnte dich mal für einen Abend von hier entführen? Ich glaube, das wäre keine so gute Idee. Kann ich sonst etwas für dich tun? Scheiße. Nichts. Ich lass dich dann mal wieder in Ruhe. Viel Spaß noch. Ja, viel Spaß noch, leck mich doch. Och Mann! Gut, also laden wir erstmal noch einen alten Spielstand. Und dann, ja, zum Glück habe ich ja direkt hier vor der Haustür einen Quicksave gemacht. Mehr oder minder. Oder, naja, hier wurde ein Quicksave gemacht, sagen wir mal eher so. Und das lohnt sich dann doch schon viel eher. Dann laden wir den einfach nochmal. Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. Mein Name ist... Ach, hey, Magnolia. Schön, dich wiederzusehen. Kann ich was für dich tun? Ja, genau. Ich würde dich gerne besser kennenlernen. Oh, wirklich? Red ruhig weiter. Hm. Du, ich, ein Spaziergang unter den Straßenlaternen. Verlockend. Aber leider bin ich mit der Bühne verheiratet. Ach, leck mich doch. Laden, nächsten, nochmal. Scheiße. Du, ich, ein Spaziergang unter den Straßenlaternen. Und was dann? Musik. Ich wusste, dass du was Besonderes bist. Ich hole schnell meinen Mantel. Okay. Verschwinden wir von hier. Ich hole schnell meinen Mantel. Lass dich nicht unterkriegen, Mann. Nein. Es sei denn, sie reitet gut. Ich war schon viel zu lange nicht mehr in der Stadt unterwegs. Danke. Aber ich fürchte, die Bühne wird immer meine größte Liebe sein. Ich hoffe, das verstehst du. Ich kann mich einfach nicht zu sehr binden. Wir sehen uns bestimmt mal in Good Neighbor. Wenn ich da oben stehe und singe, werde ich an dich denken. Oh, wie süß. Schön. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, hätten wir jetzt... Hey, Moment. Magnolia. Tut mir leid. Ich muss los. Mach's gut. Noch. So ein Dreck aber auch. Ich wüsste mal gerne, was passiert wäre, wenn ich jetzt Kate dabei gehabt hätte. Oder Piper. Ich glaube, das wäre keine gute Idee gewesen. Aber... Erspar mir die rührseligen Geschichten. Das hier ist ein Hotel, kein Armenhaus. Wir müssen auf der vollständigen Bezahlung der Räume bestehen. Keine Rabatte, keine Ausnahmen. Keine Ahnung hast du. So, wo ist hier die Keule, für die ich hier die Drogen holen sollte? Da bist du! Hier! Du bist zurück! Wie war Lucy-chan? Hast du was Gutes gefunden? Ah ja, sicher, hier, bitteschön. Was sollte ich nochmal tun? Geh zu Hallucigen, schleich dich an den Gunnern vorbei und finde dort etwas. Da muss es jede Menge Chemikalien geben. Na, klingelt's? Hast du's geschafft? Naja, also das mit dem Vorbeischleichen hat nicht so ganz funktioniert. Nicht so wirklich. Diesen Gaskanister sieht durchschlagend aus. Super! Vorsichtig damit. Das Ding zu zerlegen wird nicht einfach, aber das kriege ich schon hin. Was dich angeht, fehlt nur noch die Bezahlung. Hier bitte. Wie abgemacht. Wie dem auch sei. Brauchst du irgendwas? Ich habe hier die besten hausgemachten Caps.
Wow, 600. Jetzt gerade nicht. In Ordnung. 600, das ist ordentlich. Moment. Da können wir doch jetzt erstmal gleich direkt ein Level up verteilen. Und zwar auf blutiger Tod. Geil. Woll, sehr schön. Haben wir das Ding endlich auch. Wird auch mal Zeit. Ein bisschen mehr aufrüsten und gedönsen und Schaden machen und wehtun und alles das, was Leute umbringen. Stimmt eigentlich, ich könnte noch ein bisschen den Schaden steigern. Ich glaube, das ist etwas, was ich mir als nächstes antun werde. Oder irgendwie sowas mal... Dann geht zu Daisy's Discounts. Was? Nee. Ich muss jetzt erstmal meine Power-Rüstung wieder abholen. So, die sollte nämlich hier unten eigentlich noch rumlungern. Ja, Tatsache. Vor was ab? Willkommen zu Hause. Ja. So, ich ziehe das Ding nämlich schnell wieder an. Die habe ich nur frisch zwischengeparkt. Jetzt kann ich mit dem Teil nämlich wieder abhauen. Ganz toll. Und vielleicht gleich auch mal gucken, welche Quest ich dann als nächstes angehe. Der! Willkommen zurück in Good Neighbor. Moment. Oh, Hancock! Hey. Scheint, als hätten wir einen neuen Freak, der sonst nirgendwo hinpasst. Ja, das passt ganz gut. Du bist zurück. Wie lief's in der Bibliothek? Hast du die Supermutanten abgeschüttelt? Abgeschüttelt? Sagen wir, diese Mutanten haben eine Vorliebe für das Dewey-Dezimalsystem entwickelt. Hast du sie in der Geschichtsabteilung abgelegt? Für den Spruch kriege ich sicher Ärger mit der armen Bibliothekarin. Okay, Spaß beiseite. Gute Arbeit. Wärmt mir glatt das Herz, dass in unserer Bibliothek wieder alles in Ordnung ist. Schön, Söldner. Und nochmal 250 XP obendrauf. Schon wieder fast ein neues Level ab. Keule, Hancock. Hey, Hancock. Also, bist du bereit, loszuziehen? Ja, sicher. Legen wir los. Na klar. Niemals allein. Sehr schön. Und da haben wir ein Achievement bekommen. Moment. Ob ich Hancock von hier unten aus sagen kann, dass er oben in die Powerrüstung gehen soll? Hancock! Hancock? Hancock? Oh, ja. Klar. Noch eine Woche. Sonst solltest du es aber haben. Und jetzt verschwinde von hier. Hey. Ich nehme Wünsche entgegen. Gut, dann kommen wir mit. Geh da oben mal rein. So gut wie erledigt. Na, sehr schön. Ich habe nämlich keinen Bock auf die ganzen Ladebalken. Ich muss nämlich den ganzen Scheiß immer wieder rausschneiden. Das dauert mir echt zu lange. Glück allein. Boah, der war jetzt aber sehr schnell oben. Hancock? Du? Hey, was soll ich tun? Da oben rein! Sollst du. Da, hier, Powerrüstung betreten. Willst du mich verarschen? Das muss man alleine machen. Oh, ey. Okay, gut, aber ich mach's mir jetzt ganz einfach. Ich schneide das jetzt alles raus und stell jetzt die Kiste runter. Hey, schieß los. Hier drüben. Ist kein Problem. Oh,
Aufgepasst. Hm? Komm her. Sicher. Brauchst du was, Bruder? Was meinst du? Fragst du dich manchmal, ob du ein Sünd bist und es nicht weißt? Ich kann mich jedenfalls an vieles nicht erinnern. Das ist alles. Gut, von mir aus. Super. Toll. Das ist echt super. Aus irgendeinem Grund steht die Powerrüstung jetzt da oben. Und Hancock ist nicht drin. Kannst du jetzt endlich mal mithalten. Was heißt ich mithalten? Du hängst hinterher. Oh, da bist du ja. Weil du Blödmann es nicht hinkriegst, einfach in die Powerrüstung einzusteigen. Na okay, gut, dann gehen wir jetzt hier erstmal raus. Das hört sich aber komisch an. Warum zum Henker liegt hier eine Leiche rum? Naja, gut. Könnte schon mal ein Good Neighbor passieren. Von dem her belassen wir es einfach dabei. Ich bin immer noch besoffen. Wieso auch immer. Der ist dauerblau, der Kerl mittlerweile. Karte. Quests. Wir haben hier die Faneuil Hall. Töte die Supermutanten. Das ist eine Quest, die seit Ewigkeiten eigentlich gemacht werden sollte. Von dem her denke ich mal, können wir das jetzt langsamer angehen. Ansonsten, was hätten wir noch? Staatliche Vorratslager. Dann haben wir da oben noch etwas. Ne, ich denke mal, jetzt machen wir erstmal die Faneuil Hall. Da wollte ich eigentlich schon längst hin und den Supermutanten ein wenig in den Arsch treten. Ganz dezent. Nein, nicht der Old Book Corner. Ich wollte eigentlich zur Faneuil Hall. Ich glaube, ich muss. Oh. Oh. Irgendwie. Ich hab hier. Ich hab was vergessen. Und zwar eine Waffe anzulegen. Oh weia. Das sieht nicht gut aus. Wow! Der hat einen Rackwerfer! Gehen wir erstmal hier vorne hin. Däh. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Na! Blöde Töne! Nicht dahinter zu verstecken. Nimm. Au. Geht nicht. Okay, dann gehe ich jetzt rein. Es ist an der Zeit, Terror zu schieben. Da dann kommt mal mit. Oh! Ja, nee, ist klar! Jetzt muss dieser Blödmann auch noch vor sich hin. Na, nee, nicht auf den Kopf, das bringt sowieso nichts. Hier, komm, gehen wir darauf. Hilfsmittel.
die ersten paar schon mal aus. Boah, wie viele sinken das? Okay, gut, machen wir das etwas anders. Inventar, nehmen wir dieses. Ja, das ist weitaus besser. Du dich nicht können ewig verstecken. Das brauche ich auch nicht. Von mir aus dann mutiert auch. Das ist mir jetzt hier gerade so dermaßen scheißegal. Okay, gut. Ich sehe zwar nichts mehr. Ich habe keinen Plan, wo ich jetzt gerade bin und wer um mich herum eiert. Tschüss. Noch einer eingeäschert. Sonst irgendwer? Ich glaube nicht. So, dann bauen wir erstmal noch hier. Oh, wie schön, Einkaufskorb. Was haben wir hier, das Impro-Gewehr? Nee. Nicht nur verstecken, kleiner Mistfink. Kronkorken. Splittergranate, komm, die nehmen wir auch noch mit. Die können wir noch gebrauchen. Verursacht 50% gegen Toll, gegen Insekten und Meierlurker. Super. Was? Schon Angst? Los, komm mit, Hancock. Ich kann kaum erkennen, wohin wir überhaupt gehen. Macht nix, ich auch nicht. Ups, da war eine Falle. Hey, hab was entdeckt. Ich auch. Was hast du entdeckt? Und vorbeigehen erstmal einen Pott auf den Fresser hauen. Oh, Leben sieht nicht gut aus. Leben sieht gar nicht gut aus. Hilfsmittel. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Steampack. Tschüss. Danke für die Kronkorken. Dann irgendwo was Legendäres? Ah! Moment. Jawoll! Tschüss! Steampack? Och nö. Verschwende ich nicht. Tschüss! Nachladen! Guten Nacht. Oh, da ist wieder dieser scheiß legendäre Mutantenhund. Mutantenköder, verpiss dich! Oh ja, Micha, mutier doch noch. Verursacht 50% Schaden gegen Roboter. Oh. Eine automatische Laserpistole. Auch nicht schlecht. So, aber den Rest brauche ich alles nicht.
Die Molly nehme ich noch mit. Was haben wir hier noch alles Schönes? Patronen. Was zum... Tschüss! Sonst noch einer? Oh, ey, wie viele... Wie viele sind denn das hier? Jetzt ist aber Ruhe. So, die silberne Taschenuhr, die will ich nämlich auch noch haben. So, dann können wir nämlich hier nach oben gehen und uns nämlich auch nochmal den restlichen Kram mitnehmen. Obwohl das wahrscheinlich auch nicht wirklich viel ist. Da hatten wir doch noch einen. Haha. Und war's das jetzt? Ich bezweifle das irgendwie. Oh, jawohl, sehr schön. Da können wir auch noch ein bisschen Krams mitnehmen. Ja, alles das, was eigentlich, was ich überhaupt nicht mehr brauchen kann. Die Frage ist, wo ist jetzt der Rest der Belegschaft? Ich meine, das Schlimmste habe ich ja eigentlich durch, oder eher gesagt. Wo bist du denn? Zeit zum Sterben! Zeit zum Sterben für dich! Das gibt keinen Ärger mehr. Schön! Plasma-Kartuschen? Schönes Ding. Aber ich glaube, jetzt sind wir hier durch. Stopp. Möchte woanders hin. Nach oben. Nach oben? Erdgeschoss. Auch gut. Nehme ich wohl auch. Toll. Bringt uns aber überhaupt nicht wirklich viel weiter. Naja, zumindest kommen wir jetzt von hier aus wieder direkt raus. Das ist besser als nix. Däh. So, also hier sind wir auf jeden Fall fertig. Die Frage ist jetzt natürlich dann gleich wieder im Anschluss, was kommt jetzt als nächstes? Wir hätten jetzt eigentlich noch was in Good Neighbor zu tun. Wir müssten aber auch hier unten hin versuchen, da das Dingens zu finden, so gesehen. Obwohl, was heißt Dingens finden? Ah, ja, schwer zu erklären. Wir müssen hier unten noch runter zum leuchtenden Meer. Dafür brauchen wir aber auch jede Menge Strahlungsresistenz. Von dem her, ob das jetzt so das Dollste ist, wenn wir da jetzt sofort hingehen, ist jetzt mal dahingestellt. Wir haben jetzt aber noch die Bedford Station. Was? Wie jetzt? Da müssen wir ja eigentlich auch noch hin. So, war es das jetzt? Kann ich jetzt... Dürfte ich? Ja, darf ich! Sehr schön! Fein, weil von hier aus müsste ich eigentlich nur noch Richtung Norden. Genau in diese Richtung. Und da oben habe ich nämlich dann schon wieder die nächste Quest, oder eher gesagt eine Räumung. Da geht es dann gegen Supermutanten. Blödsinn, gegen. Was zum? Wie jetzt? Moment. Den Scheiß, den kann ich jetzt hier erstmal alles komplett mitnehmen. Einfach.
weil ich es kann, wollte ich gerade sagen. Scheiße, noch ein. Da habe ich mich jetzt aber verjagt. Okay, gut. Ich denke mal, das reicht jetzt hier erstmal. Eine Stunde kurz schlafen. Muss immerhin zusehen, dass ich mein Leben wieder voll kriege, ohne jetzt irgendwelche anderen Klamotten noch gleichzeitig zu nutzen. Und vielleicht sollte ich dann auch mal zusehen, dass ich meine Powerrüstung einigermaßen wieder repariere, weil die sieht nämlich auch nicht mehr allzu sehr dolle aus. Aber ich glaube, dafür müsste ich dann einfach mal oben hoch auf das Flugschiff nochmal. Und ich kann ja auch einfach mal versuchen, ihm gleich komme ich später zu. Moment. Ey, wo kommen die denn alle her? Lass mich doch mal nachladen. Oh! Schnauze voll! Tschüss! Ich mach dich fest! Hey, hier gibt's Strahlung. Nichts für Weicheier. Dann nicht sowas. Weil dich wird das wahrscheinlich kaum stören, weil du bist ja eh schon ein Ghoul. Aber... mich wird stören. Ui, und da geht ein Flammen auf. Feurio. Sehr schön. Blöde Pissau. Und die Schachtel Zigaretten ist heile geblieben. Oh, Cookie da. Mir gerade den übelsten Kampf. Dein Begräbnis. Und das Einzige, woran du denkst, sind Drogen. Und noch... noch ein Ghoul weniger in dieser Welt. Sehr schön. So, irgendwelche Viecher? Moment. Ramin-Leder? Nee. Oh, guck an, Hancock hat noch was gefunden. Oh, schade. Und er hat mir nichts übrig gelassen. Blöde Sau. Na gut, wir haben dann jetzt hier oben den auch, ich glaube, nee. Moment. Markierung entfernen. So, die brauchen wir jetzt nämlich nicht mehr. Hier oben haben wir eigentlich alles. Da unten ist noch der Fall von Nick Valentine. Und ansonsten haben wir eigentlich im Moment nicht mehr viel. Nö. Eigentlich nicht. Von dem her... würde ich sagen, dann könnte ich jetzt auch hier die technischen Dokumente abgeben, obwohl das gibt ja eigentlich nur Kohle. Interessant wäre dann, was hätte man dann da sonst noch? Ja, eigentlich die Geschichte von Nick Valentine. Was haben wir denn sonst noch hier in den Daten drin, ne? In den Aufgaben eher gesagt. Sprich mit Preston. Folge weiter dem Freedom Trail. Berichte den Siedlern bei County Crossing von deinem Erfolg. Triff die Minutemen nahe der Burg.
Töte die Ghule in Southfolk County. Charter School. Das hatten wir jetzt aber nicht. Erstatte Gelehrter Halen Bericht. Melde dich bei Ritter Rice. Finde Virgil. Okay, das heißt, hier irgendwo ist noch irgendwie so eine Art Ghoul-Problem. Die Frage ist nur, wo? County Crossing. Dahin müssen wir zum Abgeben der Quest. Da hinten haben wir Preston. Und da haben wir County Crossing School. Die ist ganz im Süden. Okay, das heißt, insofern, einmal jetzt hier zurück. Dort die Quest abgeben bei County Crossing. dann geht's Richtung, ja, das ist jetzt Haley. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn ich mit Hancock versuche, oben aufs Flugschiff von der Stelle in der Bruderschaft draufzukommen. Ich meine, okay, die wollen das Institut ausrotten. Der Rest ist denen egal. Und mit Hancock nach Good Neighbor gehen, weiß ich auch nicht, ob das so eine tolle Idee ist. Sollte ich eigentlich auch mal testen. Das wäre mal eine ganz interessante Geschichte, ob das dann funktioniert oder nicht. Hallöchen! Ist hier jemand? Eigentlich... Ah! Da vorne! Tag auch! Du bist noch am Leben. Das heißt entweder, dass du dich noch nicht um diese Supermutanten gekümmert hast, oder du bringst gute Neuigkeiten. Im Prinzip bringe ich gute... Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Diese Supermutanten werden euch nicht wieder belästigen. Du warst wohl genau richtig für diesen Job, was? Ja, sicher. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern soll. Fein! Hey! Ja? Sprich mit mir. Was meinst du? Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Darum geht's in Good Neighbor. Hat bisher immer gut funktioniert. Ich wollte nur wissen, wie es mit uns läuft. Ich finde, dass es zwischen uns ganz okay ist. Das ist alles. Gut, von mir aus. Schön, aber ins Bett gehe ich mit dir nicht, du komische Faltenfresse. Das kannst du mal ganz gewaltig knicken, da habe ich nämlich überhaupt keinen Bock zu. Und was haben wir hier? Zumindest haben wir hier nichts auf der Karte. Und hier knistert es gut. Verpiss dich! Oh nein, 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 nein! Na, schöne Scheiße! Au! Oh, 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 das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Letzte Chance wegzulaufen. Was heißt weglaufen? Das Vieh am Fliegen. Und verdammt widerlich. Au. Verdammte Wichse noch ein. Olles Scheißvieh. Wo ist es hin? Wo ist die Leiche? Hancock? Wo ist die... Wo ist die Leiche? Hallo, das war ein legendäres Teil. Die kann doch jetzt nicht einfach verschwinden.
Okay, nochmal zurück. Ich stand... Oh ja, was ist denn da drinnen passiert? Ich stand... Wo stand ich denn? Hancock, sag mir mal bitte, von wo aus ich geschossen habe. Wo ist das Vieh? Das muss doch hier irgendwo doof rumliegen. Nehme ich halt den Kram mit. Die wissen, wo das herkommt. Ich hatte es doch irgendwo hier platt geschossen. What the fuck? Warum geht das Auto einfach so in die Luft? Ich weiß nicht! Es ist nicht meine Schuld! Cookie da! Es ist durch den Menschen verursachten Schaden um 15%. Toll. Hey, schieß los. Hau ab! Ich muss in die Rüstung! Ist so ziemlich radioaktiv hier. Und jetzt muss ich so schnell wie möglich hier weg. Abgesehen davon ist der Korn nämlich auch schon so ziemlich doof unterwegs. Wollte gerade sagen, wo ist... Jetzt unten die Anzeige war gerade eben komplett auf Null. Das passt ja auch nicht. Ja, was mache ich denn jetzt? Und mal gucken, was die Karte sagt. Eigentlich sagt die Karte gar nichts. Das ist toll. Ich gehe jetzt erstmal... Ja, ich... Oder eher gesagt, ich teleportiere mich erstmal... hoch aufs Schiff. Das hat einen Grund. Zum einen möchte ich nämlich die ersten technischen Unterlagen... die ich gefunden habe, möchte ich gerne abgeben. Und zum anderen müsste ich dann mal gucken, wie ich meine Rüstung wieder heile mache. Weil da ist nämlich das nächste Problem. Meine Rüstung fällt nämlich gerade komplett auseinander und ich konnte die in meiner eigentlichen Reparaturstation konnte ich die nämlich nicht überarbeiten. Und genau das ist nämlich jetzt mein Problem. Ich kann ja schlecht mit einer komplett defekten Rüstung die ganze Zeit jetzt hier unterwegs sein. Achtung! Die morgige taktische Besprechung wurde verschoben. Der neue Termin wird Ihnen noch mitgeteilt. Der neue Termin ist gestern. Genau. So. Tag, Doc. Offenbar schulden wir dir unseren Dank dafür, dass du diese Monster bei Fort Strong ausradiert hast. Nun, hast du Dokumente für mich? Oder wolltest du vielleicht einer Forschungspatrouille beitreten? Beides. Ich habe Zeit, dir bei der Patrouille zu helfen. Gut. Freut mich zu hören. Den meisten Menschen ist nicht klar, wie wichtig eine gute Forschungspatrouille sein kann. Du triffst dich mit dem Gelehrten am Boden. Er wird dir den Ort nennen. Die Patrouille ist ein Erfolg, wenn du den Gelehrten mit den Daten zurückgebracht hast und es keine Opfer gibt. Aha. Dr. Quinlan. Ich hoffe, du behältst deine Gelehrten im Auge. Sie verlassen sich auf deinen Schutz. Ja, klar. Ich habe technische Dokumente für dich. Und auch noch wunderbar erhalten. Hervorragende Arbeit. Hier sind die versprochenen Kronkorken. Denk dran, das Commonwealth ist eine fast unbegrenzte Fundgrube dieser technischen Dokumente. Durchsuche jedes Gebäude, das du während deiner Patrouille erkundest, höchst sorgfältig. Du wirst angenehm überrascht sein, was da alles zu finden ist. Okay. Wenn wir die Herzen und Köpfe der Leute gewinnen wollen, müssen wir das Wort der Bruderschaft im Commonwealth verbreiten. Quinlan? Schon wieder zurück? Wie läuft die Patrouille? Oder hast du technische Dokumente, die du abgeben möchtest? Ich weiß es nicht. Ich habe technische Dokumente für dich. Das sind keine technischen Dokumente. Nein? Ich habe keine Zeit für Spielchen, Soldat. Komm wieder, wenn du deine Pflichten ernster nimmst. Was soll das denn heißen? Ich nehme die ziemlich ernst. Aber warum soll ich denn jetzt eigentlich nochmal zu dem Kerl? Ich habe da immer noch eine...
Ach so, ich soll technische Dokumente finden. Dachte, der hat jetzt nochmal eine separate Quest für mich. Ich habe von der Operation bei Fort Strong gehört. Hast du irgendwelche Verletzungen davon getragen, um die ich mich kümmern soll? Naja, ein paar. Bring mich wieder in Ordnung, Doc. Nun, um das Problem beheben zu können, muss ich erstmal wissen, was los ist. Deine Powerrüstung ist kaputt. Zu viel Strahlung. Ich fühle mich krank. Zahnfleisch bluten, Anzeichen von Anämie, ja? Wir sollten dich besser entgiften. Na gut, dann mach das mal. Gut, dann kann ich nämlich dann noch nach nebenan gehen. Oh, das ist der einzige Doc. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Nein. Nein, wir sind fertig. Klingt gut. Sei vorsichtig, Ritter. Wir würden dich nur ungern verlieren. Das ist der einzige Doc, der keine Spritze braucht, um Strahlungsschäden zu heilen. Finde ich interessant. Wir müssen noch einige schaffen. Da ist noch ein Ritter. Bin mir nicht sicher, ob ich auch was für Gule habe. Ich diene seit Jahren auf diesem Schiff. Das ist das einzige Zuhause, das ich kenne. Hast du etwas gegen Hancock gesagt? Ich kann eine Maschine glauben, dass sie lebt. Das ist doch lächerlich. So. Victoria, Bruder. Ja, Adling ging ins Gegen. Dann wollen wir mal das Ding abstellen. Mach du was? Ich halte die Augen auf. Ich möchte die gerne reparieren. Voraussetzung zur Reparatur nicht erfüllt. Ich brauche Aluminium. Deswegen konnte ich den nicht reparieren. Och, nö. Hätte ich das mal eher gewusst. Okay, gut. Aluminium. Auch Aluminium. Aluminium. Und hier brauche ich sogar Schaltkreise. Und Aluminium. Na super. Verlassen. Ja, dann kann ich erstmal das... lasse ich das halbe Gerüst hier stehen. Nein, das ist auch doof. Na komm. Gehen wir da rein. Und dann gehen wir erstmal woanders hin. Denz hat das gefallen. Ich kann ja auch die ganze Zeit nur aus der Rüstung raus und reingehen. Die Bruderschaft genug nukleare Bewaffnung für alle Ewigkeit. Ich nehme an, dass du nach einem solchen Gefecht neue Vorräte brauchst. Jo. Lass mal sehen. Gerne doch. Was haben wir denn da? Patronen haben wir da jede Menge. 45er. 5 mm Patronen. Oh, geil. Brennstofffusionskerne. Einer mit 70, einer mit... Warum sind die genauso teuer wie der voll ist? Das ist doch eine Schweinerei. Gatling... Ein Gatling-Laser. Kein Scheiß. Der schießt mit Kernen, mit Fusionskernen. Willst du mich doch wohl verarschen, oder? Wie soll das Ding denn funktionieren? Muss ich mir bei Gelegenheit mal angucken. Oder vielleicht sollte ich es mir auch erstmal kaufen dafür. Was haben wir jetzt hier? 10% reduzierte Aktionspunkte im VATS. Beschleunigt Regeneration deiner Aktionspunkte. Oh! Ach du Scheiße! Haben! Haben! So! Ich bin jetzt erstmal... Oh Gott! Ach du Scheiße! Oh! Ich werd bekloppt. Was haben die für Klamotten hier? So, erstmal das. Entschuldigung, Proktor Tegan. Was kann ich heute für dich tun? Erzähl mir mehr über die Arbeit nebenher, die du erwähnt hast. Dem Ruf von Kronkorken ist nur schwer zu widerstehen. Wie heißt es gleich? Einen Krieg gewinnt man nicht mit leerem Magen. Die Lebensmittel füllen sich nicht von selbst auf. Daher brauche ich Leute, die sich um die Farmen in der Gegend kümmern. Wir beschlagnahmen einen Teil ihrer Ernte. Sie muss in Kisten verpackt sein, wenn ich das Abholteam losschicke.
Deine Mission sorgt für die Kooperation der zivilen Farmer mit allen nötigen Mitteln. Okay. Bin dabei. Gut. Die Farm ist auf der Karte. Zeig den Zivilisten, wie überzeugend du sein kannst. Sichere die Ernte der Siedlung in Nord Egg Beach. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist das so eine Art Plünderungsaktion? Hier gibt es eine Menge Technologie, die nur auf ihre Entdeckung wartet. Oder irgendwie sowas. Das wäre es natürlich, ne? Wenn ich jetzt losziehe und die Leute alle plündere. Das wäre ziemlich derbe. Okay, gut. An dieser Stelle würde ich zuerst mal sagen, danke fürs Zusehen. Ich bin soweit erstmal durch in dieser Folge. Und das nächste, was ich erstmal machen werde, ist die Rüstung in Ordnung bringen. Das auf jeden Fall. Ich brauche dringendst Aluminium und ich habe noch genug Dosen irgendwo rumfliegen bei mir. So, und jetzt muss ich erstmal gerade mal was testen. Was passiert, wenn ich von hier oben runterspringe? Ob das so eine gute Idee ist oder nicht? Ich verabschiede mich schon mal. Ich stürze mich hier in den Tod. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich das überleben werde. Ich hoffe es mal. In diesem Sinne, Horrido! Für die stählerne Bruderschaft sind alle Ghule Monster. Sollen sie es ruhig wagen? Dann zeige ich denen, wer das Monster ist. Moment. Hancock? Wie bist du jetzt von da oben so schnell heruntergekommen? Bist du auch gesprungen? Und das ohne Poweranzug? Ja, du bist wirklich ein Monster. Definitiv. Das kann ich so jetzt direkt unterschreiben. Okay, ab zurück. In die Homeplate. Dann einmal Rüstung hochziehen. Ich sage hier nochmal danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.